out, you quack. Für alle Gäste, wir sind mitten in einer Reihe. Markus hat es gesagt, diese Reihe hat etwas zu tun mit Begabungen, mit geistlichen Gaben. Es gibt einen Leitvers dazu aus der Bibel. Dieser Leitvers stammt aus dem 1. Petrusbrief. Und auch auf die Gefahr hin, dass alle ihn jetzt schon inzwischen auswendig gelernt haben, die ein paar Mal dabei waren. Wenn nicht, ganz toller Vers, lohnt sich wirklich, ihn auswendig zu lernen. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 10. Da schreibt der Apostel Petrus Folgendes. Er sagt, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Wir sind alles Menschen, die etwas geschenkt bekommen haben. Du sitzt da und denkst vielleicht, ich nicht. Stimmt aber nicht. Das ist die gute Botschaft. Es stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Du bist begabt. Gott hat dich beschenkt. Gott hat dich zu einem Original gemacht. Und wenn du gläubig bist, zu einer Gemeinde gehörst, dann bist du das, was vorhin gebetet wurde. Wo ist er denn? Da. Ja, was du gesagt hast. Wir sind lebendige Steine. Wir sind lebendige Steine im Haus Gottes. Und da bist du, wo du bist, ist keine Lücke, sondern wo du bist, ist ein Stein. Und man braucht dich genau an der Stelle. Und wir drehen uns gerade als Gemeinde um diesen Vers, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wir sind dazu berufen, Verwalter zu sein. Bitte für alle Gäste, wir sind in Predigt Nummer 4 von ungefähr 10, 14, so in dem Dreh ungefähr, muss man mal sehen. Wenn ihr jetzt nicht alles mitbekommt, kein Problem, ihr könnt das alles nachhören. Aber für heute muss ich einfach den Gästen sagen, wir sind schon einen kleinen Tick weiter. Ich versuche euch nicht abzuhängen, aber wenn es doch passiert, dann gebt mir so ein Handzeichen nach dem Motto, help. Ja, dann versuche ich nochmal wieder die Kurve zu kriegen. Wenn es nicht klappt, tut es mir einfach leid. Aber die gute Nachricht des Tages, ich habe Skripte. Man nehme sich eins, ich brauche auch noch eins. So. Wenn man, nö, wir brauchen keine Bibeln, das ist heute nicht so viel. Wenn man sagt, ja, stimmt, jeder hat eine Gabe, wie kriege ich eigentlich raus, welche ich habe? Also wir gehen jetzt da durch, ja, und man denkt sich vielleicht, na, da muss ja für mich auch was dabei sein. Wie mache ich das eigentlich? Und ich denke, es gibt so, sagen wir mal, ganz grob gesprochen, 5 Punkte, die man verstanden haben muss, wenn man seine eigenen geistlichen Gaben erkennen will. Das gilt an sich für die meisten Begabungen, die man hat. Es fängt einfach erstmal damit an, dass ich glaube, dass Gott mich tatsächlich begabt hat. Lass mich raten, da ist was schiefgegangen mit dem Druck auch? Okay, weil ich ganz unten sehe ich nämlich, da ist ganz unten nichts mehr. Hä? Okay, sag mir, wenn was schiefgegangen ist, dann ist heute der Tag der irren Drucke. Alles gut, okay. Also wie kriege ich raus, welche Gabe ich habe? Der erste Punkt ist, ich muss einfach erstmal glauben, dass Gott mich begabt hat. Wenn ich durchs Leben gehe und denke, ich bin die eine Person, die definitiv keine Gaben hat, dann werde ich mich nie auf die Suche machen. Ich muss also glauben, dass dieses Wort aus 1. Petrus 4 heute noch für mich gilt. Ein zweiter Schritt, ganz einfach, ich fange an zu beten. Ich bin jemand, der geistliche Verantwortung dafür übernimmt, dass Gott in seinem Leben wirkt. Im Jakobusbrief heißt es einmal, ist einer meiner Lieblingsbibelverse zum Thema Gebet, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das ist platt. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das ist nicht schwere Theologie. Das ist Theologie so für 1. bis 3. Klasse. Schulklasse. So für 6- bis 8-Jährige. Du hast nicht, weil du nicht bittest. Du möchtest gerne wissen, was ist deine Gabe? Naja, an anderer Stelle sagt der Herr Jesus, suchet und ihr werdet finden. Wenn du nicht suchst, findest du nicht. Das weiß jeder, der seinen Schlüssel verlegt hat. Wenn du dich hinsetzt und sagst, naja, schauen wir mal, wenn ich jetzt lange genug an den Schlüssel denke, vielleicht kommt er ja vorbei, das wird nicht passieren. Aber wenn du suchst, hast du eine Chance zu finden. Wenn du betest, hast du eine Chance, dass Gott zu dir spricht und dir dein Gebet um Klarheit, wer du bist, auch erhört. Danach, auch das ist irgendwie logisch, du musst dich mit dem Thema beschäftigen, du musst irgendwie studieren. Du kannst dir zum Beispiel so eine Predigtreihe anhören. Was gibt es eigentlich an Gaben? Was meint die Bibel mit Gaben? Ja, ist das schon eine Gabe, wenn ich mit Mühe und Not mir, was weiß ich,
irgendwas aneignen kann? Geht es darum oder geht es um Dinge, die mich besonders auszeichnen? Wenn ja, welche sind das denn? Da muss man sich dann Predigten mal anhören oder Bibelstudium machen. Und wenn du sagst, naja, ich habe da manchmal so ein bisschen Probleme, mich selber richtig einzuschätzen. Ich könnte mir vorstellen, es fällt manchen von euch schwer zu sagen, haha, ich bin begabt. Andere finden das leichter, ja, die stellen sich vorne hin und sagen, ja, ich bin begabt. Aber ich weiß, es gibt Leute, die tun sich da einfach schwerer. Wenn du so jemand bist, dann frag doch mal deinen Nachbarmann. Frag doch mal die Leute, die mit dir zu tun haben. Und dann werden die dir womöglich sagen, hey, das kannst du richtig gut. Und du sagst, nee, das mache ich einfach nur so. Und der andere sagt, nee, das machst du richtig gut. Also andere, gerade reifere Christen mal zu fragen, sag mal, wie erlebst du mich? Wo erlebst du mich in meinem Umgang mit dir als besonders positiv? Ist ein ganz wertvolles Mittel, um herauszufinden, welche Gabe man hat. Und ein letzter Punkt ist tatsächlich dann das, was im Skript heißt Praxistest. Wenn du wissen willst, welche Gabe du hast und du bist dir nicht so sicher. Achtung, manche Gaben, die Gott gibt, die kommen nicht in einer vollendeten Form daher, sondern eher so als so im Embryonalstadium. Also da draußen sitzen so ein paar Kleine, ja, die dürfen jetzt nicht hier mitspielen, mittendrin, aber die sind jetzt da draußen. Die sind noch nicht fertig. Also von denen da draußen können wir noch nicht erwarten, dass sie zum Beispiel, jetzt wenn ich mal den lieben Eckhart nehme, ja, wenn man zu ihm sagt, weißt du was, dein Papa kann doch Differentialgleichungen lösen, mach doch auch mal. Er wird noch gar nichts sagen, aber selbst wenn er wüsste, was ich ihm da angedroht habe, wird er sagen, nee, also die nächsten 15 Jahre muss ich das wahrscheinlich nicht. Und wahrscheinlich die nächsten 22 Jahre muss ich das noch nicht. Ja, da ist etwas noch nicht fertig. Da mag eine Gabe drinstecken und in dem Kerl steckt eine Gabe. Ja, in diesem kleinen, quirligen, zweibeinigen, ja, da steckt eine Gabe drin. Und wir sehen die Gabe aber noch nicht. Die ist noch klein. Und so ist das in vielen Gaben. Die kommen daher und denkst, könnte sein. Vielleicht ist da was. Erinnert euch an die allererste geistliche Gabe, die wir miteinander betrachtet haben. Dieses Bibelfreak sein, Wort der Erkenntnis. Wenn du merkst, mich zieht es hin zur Bibel. Ich studiere gern so auf einem Vers für Vers, Wort für Wort, Endung für Endung Niveau. Wenn das dein Ding ist, dann brauchst du 10, 20 Jahre, bis du an der Stelle fit wirst. Weil du musst ja erstmal Zeit investieren, du musst ja erstmal lesen, du musst ja erstmal womöglich eine Sprache noch dazulernen, dich langsam entfalten, muss dich ausprobieren. Und trotzdem wird bei solchen Leuten sehr früh schon klar, die haben dahin einen Zug. Ja, es drängt sie dazu. Da muss keiner sagen, lies mal deine Bibel. Der kommt zu dir und sagt, ich habe gerade gelesen. Das sind die Typen, die dann kommen und sagen, darf ich dir eine Frage stellen zur Bibel? Du sagst leichtsinnigerweise ja. Und er sagt, super, ich habe hier zwei Seiten voll. Das ist so ein Zug, das ist eine innere Veranlagung, die sich dann entfalten muss. Wir werden uns heute über eine Gabe unterhalten, über Barmherzigkeit. Wenn jemand diese Gabe hat, also sehr stark mitfühlend ist, dann heißt das noch nicht, obwohl es ihn zu solchen Menschen hintreibt, mit Menschen Umgang zu haben, die in Not sind, dass er schon genau weiß, wie man das macht. Das muss er noch lernen. Aber du musst ihm nicht erzählen, dass das wichtig ist. Das wird von ihm innen heraus kommen. Er hat da eine Neigung dazu. Und von daher ist der Praxistest tatsächlich eine wichtige Sache. Wir müssen begreifen, dass wir begabt sind, dass Gott uns tatsächlich als Originale gemacht hat und dass Gott uns in der Gemeinde zusammenstellt, weil wir einander brauchen. Es gibt einen Bibelvers, den wollte ich euch heute mal vorlesen. Da heißt es in Römer 12, Vers 3. Da geht es um das Thema, wie man von sich denken soll. Römer 12, Vers 3. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde. Paulus ist Apostel. Und hat selber eine Gabe empfangen. Er ist einfach Apostel. Er kann das Wort Gottes auslegen. Er kann Gemeinden gründen. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt. Und ich lese das so und denke mir, ja, das ist eine Gefahr. Dass man meint, mehr zu sein. Größer zu sein. Dass man größer sein will.
Ich sehe aber heute auch noch eine andere Gefahr. Die andere Gefahr ist, dass ich kleiner sein will, als ich eigentlich bin. Und die Aufgabe besteht darin, mich selber zu erkennen, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Gott gibt das Maß des Glaubens. Es geht hier um geistliche Gaben. Und Gott teilt zu. Und wir müssen das für uns annehmen. Wir dürfen nicht hochmütig werden, aber es wäre genauso gut falsch, immer zu sagen, ich kann nichts. Ich bin der kleine Jürgen. Ja, mich kann keiner gebrauchen. Ich sitze immer nur in der Ecke. Ich weiß auch nicht, wer ich bin. Versteht ihr? Das ist genauso falsch. Hochmut ist genauso falsch, wie sich hinzustellen und zu verleugnen, dass Gott einen begabt hat. Und mich fasziniert dieser Punkt, wo Paulus über sein eigenes Leben redet, wo er dann so Sachen sagt wie, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Und denkst, wie kannst du denn das schreiben? Das sagt doch keiner. Das mag ja stimmen, aber das sagt man nicht. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Und dann sagt er direkt danach, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes. Und du denkst dir, Herr, was denn jetzt? Du oder die Gnade Gottes? Und das sind wir. Das ist genau unser Zustand. Wir dürfen erkennen, wer wir wirklich sind. Paulus kann sagen, ich bin echt ein fleißiger Kerl gewesen. Komm mal, aber nicht ich, wenn ich jetzt genau jetzt mal von der anderen Seite drauf schaue. Natürlich konnte ich das nur sein, weil Gott das mit mir gemacht hat, weil Gott mich da hat durchhalten lassen. Aber mal wieder auf die Seite hier. Ich habe mehr gearbeitet. Naja, aber eigentlich bin ich der Letzte der Apostel. Könnt das nachlesen, 1. Korinther 15. Dieses Spannungsfeld, dieses, ich habe eine Begabung, ich bin wer. Und trotzdem nicht wegzuknicken in den Hochmut. Das ist eine Spannung, aber die muss man aushalten. Und die gehört zu einem geistlich reifen Leben dazu, dass ich in den Spiegel schaue und sage, das bin ich. Wenn du gerade zum Glauben gekommen bist und sagst, ich weiß noch nicht so genau, wer ich bin, ist das kein Problem. Aber wenn du 10, 20 Jahre gläubig bist, denke ich, ist es gut, sich darüber Gedanken zu machen, wer bin ich, was kann ich, wo hat Gott mich begabt, wo will Gott mich an einem bestimmten Punkt in der Gemeinde einsetzen und ich bin derjenige, der diesen Punkt absolut gut ausfüllen kann. Heißt natürlich auch, wo gehöre ich nicht hin? Auch das ist eine interessante Frage. Ja, wo ist einfach nicht mein Punkt? Wo fühle ich mich auch nicht wohl? Wo kann ich ganz ehrlich sagen, das Feld überlasse ich anderen. Entschuldigung, ja, mag sein, dass da gerade noch was gebraucht wird, aber das bin ich einfach nicht. Das kann ich ein bisschen mitmachen, da kann ich ein bisschen mit unterstützen, aber ehrlich, lass die mit den Gaben an der Stelle dienen. Das ist gut. Das war die Frage, wie erkenne ich, wie finde ich meine Gabe? So, heute, Markus hat mich ganz am Anfang, bevor die Reihe losging, schon gesagt, Jürgen, ganz früh, nicht so spät, bring bitte Leitung. Ja, es gibt eine Gabe der Leitung oder des Vorstehens. Ich lese euch die beiden Verse mal vor und ich dachte mir, okay Freund, wenn du es haben möchtest, mache ich es halt irgendwann weiter vorne mit. Und jetzt kriegst du es, Markus. Also Römer 12, Vers 8 ist die eine Stelle. Ihr merkt schon, Römer 12 kommt ganz, ganz oft, weil das eine der Gabenlisten ist. Römer 12, Vers 8, der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom über eine Gabe und er sagt, der vorsteht mit Fleiß. Es ist die Gabe des Vorstehens, des an der Spitze Stehens, des für andere Sorgens. Und die gleiche Gabe wird nochmal in 1. Korinther Kapitel 12 etwas anders beschrieben, aber es ist trotzdem dasselbe. Da wird gesprochen von der Gabe der Leitungen oder in Einzahl Leitung. Es gibt eine Gabe, die hat damit zu tun, dass Menschen begabte Leiter, begabte Vorsteher sind. Dieser Begriff, der 1. Korinther 12 steht, mit Leitungen, ist abgeleitet von dem Begriff Steuermann. Könnt ihr euch das vorstellen? So ein altes Schiff, ja? So dieses, am besten so ein Mittelalterschiff, ja? Du hast eben dieses gigantische Steuerruder und da steht dann hinten einer, ja? Und der schaut immer nach vorne zum Horizont, ja? Das ist der Steuermann. Es gibt Leute, die sind besonders begabt, die verfügen über eine Gabe, dass sie Führungsqualitäten haben, dass sie gut das, was an Arbeit ansteht, organisieren können. Das hat viel mit Verwaltung zu tun, wo manch einem so ein bisschen die Nackenhaare hochkommen und er denkt dann an Protokolle und an Sitzungen und so. Ja, stimmt, genau das ist gemeint. Also Leute, die an der Stelle begabt sind, die andere motivieren können, die Spaß dabei haben, was Neues zu bewegen. Es sind nicht immer, aber manchmal mutige und visionäre Typen,
die auch mal was anpacken. Es gibt aber auch den Typ Bewahrer. Das ist dann so ein bisschen beides. Die Gabe, über die wir jetzt reden, die Gabe, die Gott einzelnen Leuten schenkt, hat damit zu tun, dass es Menschen gibt, die besonders gut Sachen organisieren können, eine Gemeinschaft zusammenhalten können, Strukturen schaffen können. So, komische Gabe wirst du vielleicht denken. Wo braucht man das denn? Das braucht doch nur eine Gruppe in der Gemeinde, oder? Außer den Ältesten braucht das keiner. Ist das so? Also, ich habe diese ganze Testreihe mit meiner Frau durchgemacht. Und dann stellte ich fest, dass meine Frau diese Gabe hat. Und ich dachte mir, wo kommt das denn raus, dass meine Frau diese Gabe hat? Naja, und dann stellte ich fest, du machst ein Straßenfest. Wer kümmert sich im Hintergrund darum, dass dieses Straßenfest läuft? Meine Frau. Ist sie unter der Last zusammengebrochen? Nee, nicht so richtig. Es hat ihr irgendwie Spaß gemacht, so dieses Rumtelefonieren. Jetzt sind sie gerade nicht da, unsere Hochzeitspärchen, ja. Räume suchen für Hochzeitspaare, rumtelefonieren, so alles zusammenhalten einfach. Macht meine Frau leidenschaftlich gerne. Ist nicht mein Ding, also nicht so sehr mein Ding, ja, wo ich sage, da so das alles zusammenhalten, das zu sehen, das macht sie einfach toll. Und da hat sie tatsächlich eine Gabe, wo sie anderen damit dienen kann. Die Gabe der Leitung. Die Gabe, dass sich vorne an die Spitze eines Projektes stellen und es einfach durchziehen. Und unter dieser Last, wo dann manch einer sagt, oh, das ist mir alles viel zu viel, einfach nicht zusammenbrechen. Das ist eine Gabe. Und ihr merkt schon, diese Leute muss man sich warm halten für Hochzeiten und für solche Festchen, ja, weil die braucht man genau an der Stelle. Du brauchst da jemanden, der so ein bisschen den Überblick behalten kann. Gehen damit Gefahren einher? Logisch gehen Gefahren damit einher. Ich habe euch drei Stück aufgeschrieben. Es heißt in Römer 12, Vers 8, der vorsteht mit Fleiß. Wenn jemand diese Gabe hat und ausführt, leitet, dann steht er ganz arg in der Gefahr, dass er irgendwann faul wird. Weil Führung klingt auf der einen Seite so toll. Oh, ich führe. Ja. Bis du irgendwann feststellst, dass nicht immer alle geführt werden wollen. Und du bist am Führen und du drehst dich um und sagst dir, super, jetzt sind sie wieder nicht mitgekommen. Und das machst du ein paar Mal und irgendwann sagst du, wisst ihr was, Freunde? Ich halte noch den Laden am Laufen, ja, ich schaue noch, dass es so ein bisschen weitergeht, aber wirklich führen, wirklich wie so ein Steuermann sagen, ich habe das Ziel, bah, ja, ich habe das Ziel im Blick, ich habe den Überblick, ich weiß, wie wir da hinten ankommen und ich fahre diesen Kurs. Das lässt du irgendwann sein und sagst, ach, die meckern ja auch nicht, wenn ich weniger mache. Und da kommt dann so ein Ämterdenken noch mit rein, ja. Ich schaue, dass es einfach weiterläuft, ja, ist schon gut. Aber wirklich zielhaft führen findet nicht mehr statt. Die andere Seite, also das ist, wenn jemand faul wird, das hast du wahrscheinlich im Beruf auch, ja, wenn man dann einfach sagt, no, wird schon irgendwie. Nee, wird's nicht. Leitung ist immer wieder eine Entscheidung, die man neu in die Hand nehmen muss, wo man ganz neu sagen muss, ich will. Auf der anderen Seite kann es passieren, dass du zum Guru mutierst. Im dritten Johannesbrief einen Diotrephes. Der wollte einfach nur der Erste sein. Ja, der wollte auch vorne dran stehen und hat auch da geführt, so ein Gaddafi-Typ, ja? Damit ich vorne dran stehen bleibe, schieße ich halt alles nieder, was ich mir in den Weg stelle. Oh, ist halt so. Und, ja, Kuchen gebacken werden irgendwie so kleine Eier geknackt. Ne, ist halt einfach so. Das ist eine Gefahr, dass du die Gabe der Leitung verwechselst mit einem, ja, mit dem Wunsch, Macht zu gewinnen. Anspruch auf Herrschaft, genau. Und dann hat meine Frau, sie hat das heute Morgen durchgelesen und dachte, Jürgen, es gibt noch ein Problem, wenn Leute leiten. Es gibt das Problem, dass sie nicht delegieren. Dass sie eigentlich misstrauische Menschen sind, die sagen, ich kann das am besten und neben mir kann das keiner. Und deswegen muss ich das immer alles selber machen. Mose hatte eine Weile das Problem. Ja, so ein ganzes Volk, um das er sich kümmert und irgendwann kommt sein Schwiegervater Jethro zu Besuch und denkt sich, was machst du eigentlich hier von morgens bis abends? Und er sitzt da und kümmert sich so um die Rechtsbelange des Volkes, ja, ein Ding nach dem anderen und die kommen und kommen und kommen. Und Jethro schaut sich das so ein bisschen an und sagt, du wirst doch nie fertig bei der Größe des Volkes. Das schaffst du doch gar nicht. Alleine so ein Volk zu managen, kannst du doch knacken, das funktioniert doch nicht.
Und Jitro scheint jemand zu sein, der genau diese Gabe hatte. Die Gabe des Leitens. Die Gabe, vernünftige Strukturen zu schaffen, den Überblick zu bewahren und sagt, weißt du was, mach's doch anders. Nicht du machst alles, sondern du schaffst dir so ein paar Leute unter dir. Und du teilst das schön ein. Und irgendwann hat jeder so von deinen Unterführern, von deinen Unterrichtern, die Größe von Menschen, die er noch alleine handeln kann. Einfach simple Strukturen schaffen. Das ist Leitung. Und ich habe euch Fragen zur Selbstreflexion aufgeschrieben. Denn wenn jemand leitet und nicht delegieren kann, wenn er dieses übertriebene Pflichtbewusstsein hat, dann endet das oft in der Überlastung. Er macht einfach zu viel. Und ich kenne ganz, ganz viele Älteste, die zu viel machen. So, Fragen zur Selbstreflexion. Könnte ich diese Gabe haben? Ich habe euch 5 Stück aufgeschrieben. Und wenn ihr jetzt keinen Stift habt, Thomas, sind da hinten noch Stifte? Dann bekommt ihr einen Stift. Sind da welche? Ja. Okay, also lasst euch von Thomas einen Stift geben. Die Wissen unter euch hatten schon einen dabei. Und überlegt mal. Bin ich so ein Typ? Also jetzt denk bitte nicht gleich an Gemeindeleitung, weil sonst bist du einfach falsch. Bin ich so ein Typ, der Leitung als Gabe hat? Frage 1. Habe ich eher einen Blick fürs Ganze und schätze es, wenn mein Projekt rund läuft? Bist du so jemand, der sich nicht so im Detail unbedingt verliert, sondern der das Ganze in den Blick bekommt? Das wäre ein Indiz. Wenn du so der, man nennt das ein bisschen frech, Korinthenkacker. Ja, also wenn du der bist, der irgendwie so in den kleinsten Kleinigkeiten Spaß hat, bist du es wahrscheinlich eher nicht. Zweite Frage. Denke ich manchmal darüber nach, wie man Strukturen verbessern könnte? Also bin ich jemand, der sich die Frage stellt, so wie es hier läuft, ist das eigentlich wirklich effektiv organisiert? Und zwar effektiv im Sinne von effektiv für die Leute. Strukturen sind ja für Menschen da. Nicht läuft es überhaupt, sondern ist das so, dass die Menschen etwas davon haben? Tut das den Menschen gut, wie es hier läuft? Dritte Frage. Verfüge ich über ein diszipliniertes Privatleben? Kann ich mich selber organisieren, selber leiten? Weil wenn ich das nicht kann, brauche ich nicht drüber nachdenken, ob ich andere leiten kann. Also wenn mein eigenes Leben ein ständiges Feuerlöschen ist, ja, hier brennt was, ja, da drüben brennt was, wieder hinspringt, ja. Wenn ich da noch ein bisschen Zeit brauche, mein Leben zu organisieren, wird Leitung wahrscheinlich eher nicht mein Ding sein. Dritte Frage. Kann ich vom Ziel her denken? Es gibt Leute, die sehen den nächsten Schritt, aber es gibt Leute, die sehen das Ziel und sie wissen, da möchte ich hin. Steuermann, ja, da vorne, der sieht da so eine Insel, da möchte ich hin. Und jetzt denkt er von da hinten zurück. Kann ich vom Ziel her denken? Und motiviert mich diese Zukunftsvision dazu, Schwierigkeiten auszuhalten? Also ich kann, wenn ich so eine Reihe mache über Gaben, dann träume ich. Ich träume davon, wie es wäre, wenn jeder Einzelne hier in der Gemeinde seine Gaben erkennen würde, wenn wir das alles zusammenschmeißen, wenn ich weiß, wie wir ein tolles Team werden, wo wir Gemeinschaft auf einem anderen Niveau leben können. Das ist etwas, was mich fasziniert, das Ziel. Weißt du schon genau, wie du da hinkommen willst? Nein, ich weiß nicht. Ich weiß, das ist der nächste Schritt, den ich jetzt tue mit den Predigten. Dann werden wir mit den Ältesten wieder überlegen, was kommt danach. Aber ich sehe das Ziel da vorne, dass wir dann als Team gut zusammenarbeiten können, wenn jeder weiß, wer er ist. Das ist dieses vom Ziel her Denken. Und der letzte Punkt, merke ich, wo sich organisatorische Probleme auftun? Kriege ich das überhaupt mit? Also ich meine jetzt nicht, dass du ein bisschen rumkritisieren kannst. Das kann jeder in jeder Gemeinde immer. Das ist doch keine Gabe. Ist übrigens interessant. Es gibt keine Gabe der Kritik. Mich mal total fasziniert, weil es kam mal jemand in die Gemeinde und sagt, ich habe die Gabe der Kritik. Da dachte ich, nee, die hast du nicht. Also erstens gibt es sie nicht in der Bibel und zweitens hat sie jeder. Ja, ist doch so. Wir müssen uns doch kein Stück anstrengen, um uns zu kritisieren. Ich schaue dich an und ich weiß schon 3 Sachen, die mir an dir nicht gefallen. Und ihr lacht, deswegen glaube ich, ihr wisst, wovon ich rede. Also, das war Fragen zur Selbstreflexion. Und überlegt mal, wer ist so jemand in der Gemeinde, wo ich den Eindruck habe, der oder diejenige, die ist genau so. Ja, der kann ich ein Projekt anvertrauen und die kriegt das zu Ende, die kann damit umgehen, die geht daran nicht kaputt. Wer ist so?
Als ich das hinschrieb, merkte ich, habe einen Fehler gemacht. Einen richtig eklatanten Fehler, den wir unbedingt als Gemeinde nachholen müssen. Ich habe nämlich das hingeschrieben und dachte mir, wenn ihr das umdreht, das Blatt, du musst noch mal drüber nachdenken, wie bekommt man eigentlich eine Gabe? Und wir schauen in die Bibel rein. Und der erste Punkt, wie bekommt man eine Gabe? Naja, der Heilige Geist begabt, wie er will. Das steht 1. Korinther 12, Vers 11. Ich sage immer, du bist begabt. Also bitteschön, schau nach der Gabe, die Gott dir gegeben hat. Aber ich wusste schon zu dem Zeitpunkt, dass das nun die halbe Miete ist. Es steht nämlich auch in der Bibel, in 1. Korinther 14, Vers 13, da geht es darum, dass Paulus sagt, wenn du eine bestimmte Gabe hast, in dem Fall Zungenrede, in fremden Sprachen reden, ohne sie gelernt zu haben, der Traum jedes Englischschülers, und du möchtest das in der Gemeinde praktizieren, dann musst du auch auslegen können, du musst das auch übersetzen können, damit jemand anders was davon hat. Und wenn du das nicht kannst, dann bete bitte dafür, dass du diese Gabe geschenkt bekommst. Und ich dachte mir, okay, wenn das so ist in dem einen Fall, wird das wahrscheinlich auch als Prinzip zu verallgemeinern sein. Ja, ich kann nicht nur schauen, was hat Gott mir denn geschenkt. Ich kann auch für konkrete Gaben beten, von denen ich denke, die hätte ich gern. Weil ich vielleicht in einer bestimmten Gemeindesituation drinstehe, wo ich merke, wenn ich das jetzt hätte, boah, das wäre richtig gut. Ich gebe gerne zu, das habe ich bislang so eher vernachlässigt. Es war mir nicht so präsent. Das ist jetzt auch für mich durch die Reihe viel klarer, dass das eine Verantwortung ist. Und dann habe ich gleich ein bisschen weiter gedacht und ich dachte mir, ist das eigentlich immer so, dass man selber dafür betet, dass man eine bestimmte Gabe bekommt? Und ich bin halt so ein Strukturbibelstellen-Typ, ja? Da klappt dann immer so eine Bibelstelle hoch, ja? Klack, Frage, klapp. Dann steht da die Bibelstelle und ich denke mir, nee, da war doch noch was mit Paulus und Timotheus. Paulus sagt oder schreibt dem Timotheus Folgendes. Er sagt, 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 6, um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Also nicht nur, dass Gott mich beschenkt, nicht nur, dass ich für eine Gabe beten kann, sondern hier hat ein anderer für, in dem Fall Paulus, für Timotheus gebetet und ihm die Hände aufgelegt. Das ist ein Zeichen von Identifikation. Ich mache mich mit dir eins. Und jetzt kann er sagen, du hast die Gabe und jetzt bitte vergiss es nicht. Und jetzt wisst ihr, worauf ich hinaus will. Ich habe das gelesen und ich dachte mir, Mann, das haben wir nicht mit unseren Ältesten gemacht. Überlegt mal, wir reden gerade über eine Gabe der Leitung. Müssten wir nicht als Gemeinde uns die Ältesten schnappen und sagen, Freunde, wenn es hier jemanden gibt, von dem wir hoffen und dringend bitten, dass er diese Gabe hat, das seid eigentlich ihr. Müssten wir die nicht nach vorne holen? Heute sind leider nicht alle da, aber das können wir ja dann, wenn wir alle da sind, machen. Müsste man die nicht nach vorne holen und sagen, so Freunde, wir wollen euch und wir wollen, dass ihr ordentlich ausgerüstet seid für euren Dienst. Wir beten nochmal für euch, dass ihr genau diese Gabe bekommt. Nicht im Sinne von, naja, ihr macht es so schlecht, ihr habt es eh nicht, vielleicht hilft es noch was. Sondern im Sinne von, wir haben jetzt ein Jahr gesehen, dass ihr den Dienst tut. Die Bibel sagt, man soll niemandem vorschnell die Hände auflegen. Ja, man soll da vorsichtig sein, bevor man sich mit jemandem und seinem Dienst identifiziert. Aber jetzt zu sagen, so Freunde, aber jetzt noch mal eine ordentliche Portion Gebet hinterher, für den Fall, dass ihr da noch was braucht, klack, rein. Ich fand das einen total schönen Gedanken und möchte das gerne irgendwann bei den nächsten Malen einfach machen. Ja, lasst es euch durch den Kopf gehen. Also das geht die Ältesten, ja. Wenn ihr jetzt sagt, auf keinen Fall, will ich euch ernst nehmen. Aber sonst würde ich gerne als Gemeinde für euch beten, dass wir hier an der Stelle euch da noch eine extra Portion Gebet und vielleicht auch eine extra Portion Gabe zukommen lassen. Und mir war das wichtig, euch zu zeigen, dieses Konzept Begabung ist viel flexibler, als wir das so denken, wenn wir sagen, du hast eine, bitte such sie. Du darfst auch mitdenken. Wo möchte ich mich weiterentwickeln? Wo wäre vielleicht eine flankierende Gabe gut? Und dann kannst du dafür beten und dann kannst du mal schauen, ob Gott sie dir gibt. Wenn nicht, dann ist das immer noch Gottes Sache. Wir stellen uns nicht an Gottes Stelle. Ja, er bleibt souverän. Aber warum nicht?
So, und an dieser Stelle ist unsere Predigt nicht weiter aufgezeichnet worden. Und für alle die, die am Sonntag nicht dabei waren, ich sitze jetzt hier in meinem kleinen Wohnzimmer. Die Sonne scheint mir ins Gesicht und ich versuche einfach für euch die Kernaussagen der restlichen Predigt noch einmal zusammenzufassen. Okay, also wir waren gerade stehen geblieben in der Predigt, wenn ich mich recht erinnere, bei dem Thema Gaben, beziehungsweise wie bekommt man eine Gabe? Und mir war es wichtig zu zeigen, dass das auf der einen Seite Gottes Sache ist, auf der anderen Seite, dass wir für Gaben beten können und dass wir auch dafür beten können, dass andere in der Gemeinde Gaben bekommen. Kann durchaus sein, dass wir das mit den Ältesten für The Rock einmal machen werden. Dass wir uns einfach als Gemeinde mal die Ältesten schnappen werden und mit ihnen unter Handauflegung dafür beten, dass sie diese Gabe, die wir eben betrachtet haben, nämlich Leitung und Vorstehen, dass das eine Gabe ist, die sie auch bekommen. Man kann sich ja vorstellen, dass es kaum eine Gruppe in der Gemeinde gibt, die diese Gabe mehr braucht. Ich möchte jetzt abschließend zu dieser Predigt, wie gesagt, das ist nicht die Originalpredigt, sondern die fand am Sonntag statt. Das ist jetzt eine Nachpredigt anhand meiner Notizen. Also mir wird die Dynamik vielleicht ein bisschen fehlen, wenn ich hier am großen Wohnzimmertisch sitze. Ich möchte abschließend eine Gabe noch predigen, nämlich die Gabe der Barmherzigkeit. Man findet die Gabe in Römer Kapitel 12, Vers 8. Da heißt es, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit oder mit Fröhlichkeit. Und das Wort Barmherzigkeit oder Mitleid und Erbarmen ist ein Begriff, der ganz oft in der Bibel für Gott und für Gottes Charakter steht. Zum Beispiel in Psalm 103, Vers 13. Da heißt es über Gott 103, 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Genau dieser Gedanke, Gott ist ein barmherziger Gott, er ist ein Gott, der stärker ist. Barmherzigkeit ist das Verhalten eines Starken mit Schwachen, die sich selber nicht helfen können. Gott ist barmherzig, er kümmert sich wie ein Vater, der sich über seine Kinder erbarmt, um die, die ihn fürchten. Und Matthäus Kapitel 9, Vers 36, eine Stelle, wo der Herr Jesus beschrieben wird, da heißt es, Matthäus 9, 36, als er, Jesus, aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da steht Jesus und er ist innerlich bewegt, weil er die Volksmenge sieht, die von ihren eigenen Führern im Stich gelassen und ausgebeutet werden. Und ihn kümmert das. Er kann da nicht einfach dran vorbeigehen. Bei der Gabe der Barmherzigkeit fällt auf, wie auch bei anderen Gaben, das gilt eigentlich für viele Gaben, dass sie zu einem bestimmten Prozentsatz in jedem geistlichen Leben vorhanden sein sollen. Vielleicht nicht als spezielle Gabe, so doch als eine Aufgabe jeder Christ ganz grundsätzlich bekommt. Jeder Christ soll barmherzig sein und sich um Menschen in Not kümmern. Der barmherzige Samariter ist ein gutes Beispiel, der jemanden trifft, dem man ganz übel mitgespielt hat, der unter die Räuber gefallen war und nicht achtlos an diesem Opfer vorbeigeht, sondern sich kümmert. Deswegen ist es der barmherzige Samariter. Und Jakobus kann in Jakobus 2, ich lese einfach mal die Verse 14 bis 17, Folgendes sagen. Jakobus 2, ab Vers 14. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Also gemeint ist, kann ein Glaube, der nur behauptet ist, ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? Was nützt es? Wenn jemand Not hat und ich sehe die Not und ich helfe nicht, was nützt es? Und die Antwort lautet, na gar nichts.
Und dann das Fazit, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Ein Glaube, der nicht Werke, gemeint ist Werke, der Barmherzigkeit hat, ist in sich selbst tot. Ein Christ, der unbarmherzig durchs Leben geht, ist wahrscheinlich nicht echt. Warum? Weil Jesus Mitleid hatte, versucht hat, Not zu lindern. Und jeder Christ mit derselben Haltung in die Fußstapfen Jesu treten soll. Jeder soll, wie der barmherzige Samariter, helfen. Aber, und ich will das einfach mal im Bild gebrauchen, wie der barmherzige Samariter von A nach B zieht und dann etwas in dem Strauch da, in diesem Busch wimmern hört, dorthin blickt und da sieht er den liegen, so kann es Geschwister geben, die an der Stelle viel stärker empfinden, die nicht einfach nur einer Not helfen, der man unweigerlich nicht aus dem Weg gehen kann, die offensichtlich einem vor die Füße fällt, sondern die auf eine ganz intensive Weise Not empfinden. Ich habe die Gabe der Barmherzigkeit folgendermaßen definiert. Wer die Gabe der Barmherzigkeit hat, besitzt die Fähigkeit, Menschen in ihren körperlichen, seelischen und geistlichen Nöten auf besonders effektive Weise beizustehen. Ich glaube besonders im Bereich der seelischen und geistlichen Nöte. Warum? Weil er selbst davon stark berührt wird. Menschen, die diese Gabe haben, die Gabe der Barmherzigkeit, sind ideale Begleiter in Zeiten der Trauer, der Krankheit und der Not. Und wer so eine Gabe hat, wer sich von der Not anderer Menschen besonders ansprechen lässt, der steht auch in der Gefahr, und es heißt in Römer 12, Vers 8, dass der Barmherzigkeit übt es mit Fröhlichkeit tun soll. Der steht in der Gefahr, dass die eigene Lebensfreude ihm durch die ständige Beschäftigung mit Not und Leid anderer geraubt wird. Dass sich immer wieder einlassen auf die Not anderer und auch diese innere Disposition stärker mitfühlen zu können, das ist etwas, was einfach erdrückt. Und das ist auch etwas, wo man sich manchmal mit diesem eigenen Empfinden, mit diesem starken Betroffensein alleine gelassen fühlt. Wo man sich die Frage stellt, bin ich der Einzige, der so empfindet? Und daraus ergibt sich eine zweite Gefahr, die ich sehe, nämlich eine falsche Erwartungshaltung an den Rest der Gemeinde, dass man denkt, jeder muss genauso empfinden. Und wenn man das dann nicht erlebt, dann auch ein Stück weit enttäuscht ist von den anderen Geschwistern. Die Fragen zur Selbstreflexion lauten folgendermaßen. Und es geht bei den Fragen immer darum, selber zu schauen, wo stehe ich? Erste Frage. Kann ich mit belasteten Menschen weinen und ihren Kummer nachempfinden? Kann ich, wenn mir am Beispiel jemand erzählt, ich habe mein Kind verloren oder ich kenne jemanden, dem das passiert ist. Ist das etwas, was mich besonders tief trifft? Wo ich auch innerlich angesprochen werde davon, mir sagen, boah, wie mag es denen gehen? Ja, kann ich mit belasteten Menschen weinen, ihren Kummer überhaupt nachempfinden? Und bitte, es ist eine Gabe, wenn man das kann. Zweite Frage. Fällt es mir manchmal schwer abzuschalten und nicht über belastete Freunde nachzudenken? Kann das sogar so weit gehen, dass du Einschlafprobleme hast? Und jetzt mag es die einen geben, ich bin so jemand, der sagt, nö, das passiert eigentlich nie. Wenn jemand Probleme hat und ich höre davon, dann denke ich drüber nach, dann kann ich abschalten, vielleicht bete ich dafür und wenn es praktische Hilfe gibt, dann will ich auch helfen, aber das belastet meinen Schlaf nur sehr, sehr am Rande. Und dann gibt es andere, die können tatsächlich nicht einschlafen. Die denken ständig drüber nach, wie mag der andere sich fühlen, wie kann ich ihm helfen, was kann ich tun, damit er sich wieder ein Stück besser fühlt. Bist du so einer? Fällt es mir manchmal schwer abzuschalten und nicht über belastete Freunde nachzudenken? Dritte Frage, ertappe ich mich dabei zu denken, dass andere Christen in der Gemeinde lieblos sind? Geht ganz schnell, dass ich denke, Mann, die müssten sich doch viel mehr kümmern. Aber es ist nur meine Brille. Es ist die Gabe,
die ich bekommen habe. Es ist die Brille, die ich aufsetze als ein Begabter, der an dieser Stelle aufschreit und anderen Vorwürfe macht. Vierte Frage. Besuche ich gern Kranke und Sterbende, um ihnen Trost zu spenden? Ist das etwas, was ich wirklich gerne tue, wo ich den Kranken und den Sterbenden oder anderen Notleidenden, das ist ja ganz allgemein, ja, ist das etwas, was mir auch selber gut tut, wo ich selber merke, da bin ich am rechten Fleck und was mir, entschuldigt das Wort, aber so ein Stückchen Spaß macht, wo ich denke, ja, das ist meine Berufung, da geht's für mich hin. Da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich gebraucht, da fühle ich mich passend. Und da merke ich auch über die Jahre vielleicht, wenn ich das tue, dass ich immer passender werde, dass diese Gabe der Barmherzigkeit, dass das eine Gabe ist, die sich entfaltet, dass ich nicht nur Trost spenden will oder mitweinen will, sondern das auch qualitativ immer besser kann, immer mehr verstehe, was der, den ich besuche, dann braucht. Letzte Frage, etwas praktisch eingeengt jetzt auf unsere Situation. Bewegt mich das Schicksal der Kinder im Falkenhagener Feld? Könnte ein anderes soziales oder diakonisches Problem sein, was sich irgendwo auftut. Aber wir haben jetzt das Falkenhagener Feld. 30.000 Menschen, viele davon Hartz-IV-Empfänger mit Kindern. Bewegt mich das Schicksal? Und im Gespräch mit einem Bruder ist mir aufgefallen, dass das natürlich auch gelten kann für die, die gerne etwas bewegen. Wenn du die Gabe der Leitung hast und wenn du jemand bist, der gerne so strategisch unterwegs ist, dann kann es sein, dass sich das Schicksal der Kinder bewegt, einfach nur, weil du sagst, hier muss man ein neues Projekt starten. Das meine ich nicht. Ich meine, kannst du die einzelnen Kinder dir vor Augen malen und innerlich betroffen sein? Kannst du vielleicht nicht durch die Stadt fahren oder mit dem Bus und in die Augen von betroffenen Kindern schauen, ohne innerlich angerührt zu werden? Dann glaube ich, dass du die Gabe der Barmherzigkeit hast. Das war's für heute. Wir haben zwei Themen und zwei Gaben gemacht. Die beiden Themen waren, wie finde ich meine Gabe? Mir war es wichtig, euch zu zeigen. Es geht darum, dass ich erstmal glaube, dass das noch gilt mit den Gaben, dass ich drum bete, mich mit dem Thema beschäftige, gerade auch andere Leute frage, was denkt ihr denn? Und dann praktisch einfach ausprobiere. Wo kann ich was wirklich gut? Dann habe ich eine Gabe angeschaut, die heißt Leitung und Vorstehen. Die andere war Barmherzigkeit. Und das zweite Thema war, wie bekommt man eine Gabe? So viel für heute. Das nächste Mal geht's dann wieder weiter.